Hi, wie angekündigt geht es heute ums Kalzium. Vielen Dank für eure Fragen. Wir haben sie so gut wie möglich in dieses Video eingearbeitet. Falls darüber hinaus dennoch Unklarheiten bestehen, dann schreibt sie uns wie immer gerne in die Kommentare oder meldet euch auf Instagram unter @mehrarztfuerdich. Hi, mein Name ist Dorothea Leinung und ich bin Internistin und Notfallmedizinerin hier bei Mehrarzt für dich. Heute geht es also ums Kalzium. Zunächst einmal zur Frage, wozu ist das Kalzium überhaupt da? Ich denke, es dürfte hinreichend bekannt sein, dass Kalzium eine wichtige Rolle für unsere Knochen und Zähne spielt. Es stabilisiert sie und ist zu fast 100% dort gespeichert. Aber Kalzium hat auch noch andere wichtige Funktionen. So ist es entscheidend an unserem Säure-Basen-Haushalt beteiligt, sorgt also für einen ausgeglichenen pH-Wert, spielt eine große Rolle bei der Funktion von Nerven und Muskeln, ist für unsere Blutgerinnung wichtig und unerlässlich für viele unserer Enzyme. Die empfohlene Tagesdosis laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung liegt für einen Erwachsenen bei 1000 bis 1200 Milligramm. Der Bedarf lässt sich eigentlich ganz gut über die Nahrung decken. Sehr kalziumreich sind zum Beispiel Milchprodukte. Und dabei ist es egal, ob diese laktosefrei sind, am Kalziumgehalt ändert das nämlich nichts. Wenn ihr euch aber zum Beispiel vegan ernährt, greift am besten auf Grünkohl, Spinat, Brokkoli, Pak Choi, Petersilie, Dill und Fenchel sowie kalziumreiche Mineralwässer zurück. So könnt ihr euren Bedarf auch gut decken. Obwohl es, wie ihr seht, diverse Nahrungsmittel mit hohem Kalziumgehalt gibt, ist laut nationaler Verzehrstudie dennoch ca. jeder zweite Bundesbürger nicht ausreichend mit Kalzium versorgt. Und das kann unangenehme Folgen haben, denn ein Mangel kann sich in einer Vielzahl von Beschwerden äußern. So kann es zum Hautkribbeln, trockener Haut bis hin zu Ekzemen kommen, aber auch zu brüchigen Fingernägeln, zu Haarausfall, Herzbeschwerden und Sehstörungen. Es können sich aber auch Verdauungsbeschwerden und Schlafstörungen entwickeln. Und was insgesamt nicht so sehr bekannt ist, kann ein Kalziummangel auch zu Übergewicht führen. Wie kommt es nun zu einem Mangel? Zum einen, wie oben bereits gesagt, durch eine unzureichende Zufuhr über die Nahrung. Aber auch zum Beispiel durch harntreibende Mittel, sogenannte Diuretika, einen hohen Koffeinkonsum, die kritische Menge liegt hierbei mehr als 4 Tassen pro Tag, das Rauchen, Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenerkrankungen, eine Nierenschwäche oder chronische Darmerkrankungen. Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Entstehung des Kalziummangels ist aber auch das Vitamin D-Hormon, das über verschiedene Stoffwechselschritte in Haut, Leber und Nieren entsteht und für dessen Herstellung Sonnenlicht wichtig ist. Das ist auch der Grund dafür, warum es insbesondere in den Wintermonaten bei vielen Europäern zu einem Mangel an diesem Hormon kommt. Und wenn es fehlt, bekommen wir Probleme mit der Kalziumaufnahme und dem Kalziumeinbau in unseren Körper. Daher sollte insbesondere im Winter darauf geachtet werden, regelmäßig nach draußen zu gehen und soweit möglich auch Haut zu zeigen. Dafür muss man sich jetzt nicht nackig machen. Die unbedeckten Unterarme für 10 bis 15 Minuten täglich in die Sonne zu halten, reicht in der Regel schon aus. Wenn euch das zu kalt ist, gibt es aber auch genügend Nahrungsergänzungsmittel, die hier auch einen guten Job machen. Besonders schwangere, stillende, aber auch ältere Menschen sollten hier auf eine ausreichende Vitamin D-Zufuhr achten. Der empfohlene Tagesbedarf an Vitamin D für einen Erwachsenen liegt bei 800 bis 1000 internationalen Einheiten pro Tag. In einem anderen Video habe ich bereits erwähnt, dass weitere Mineralstoffe wichtig sind, die ihr sinnvollerweise miteinander kombinieren solltet, um die Nährstoffaufnahme zu verbessern bzw. den Kalziumhaushalt regulieren zu helfen. Und hierzu gehört zum Beispiel das Magnesium, zu dem wir ja schon ein eigenes Video gemacht haben und das ich euch hier oben verlinke. Es ist genau wie das Kalzium auch ein sehr wichtiges Mineral, da das Magnesium unter anderem Einfluss auf die kalziumsteuernden Hormone wie das Parathormon hat. Deshalb ist es wichtig, dass ihr bei eurer Ernährung auch auf eine ausreichende Magnesiumzufuhr achtet. Jetzt zum Abschluss noch zur Frage, wie weiß ich denn, ob ich einen Mangel an Kalzium oder Vitamin D habe? Den Gehalt kann man ganz einfach über eine Blutuntersuchung feststellen. Geht also ganz unkompliziert. So, ich hoffe, dieses Video hilft euch weiter. Falls deine Frage jetzt hier nicht berücksichtigt werden konnte, dann schreib sie uns doch hier einfach nochmal in die Kommentare oder auf Instagram unter @mehrarztfuerdich. Wir beantworten Fragen immer zeitnah. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.